Ein Abschleppwagen unterwegs im Rhein-Main-Gebiet. Am Steuer Benjamin Richter. Das Ziel? Eine Großbaustelle. Dort ist ein LKW liegen geblieben und muss in die Werkstatt. Über den LKW wissen wir momentan nur, dass es wohl sich um Baustellen-LKW handelt und dass er Probleme mit der Lenkung hat und dass er wohl bei der Baustelle oder in einer Baustelle steht. Das ist mehr ist nicht bekannt. Ja, bei Baustellen-LKWs, gerade bei der Witterung, die werden mit Sicherheit sich nicht auch in der schönsten Lage befinden, zwecks Sauberkeit, die Örtlichkeit, wo sie stehen. Da könnten wir schon uns ein bisschen einsauen. Benjamin Richter soll Recht behalten. Bereits der Zufahrtsweg zur Baustelle ist ungeteert. Da hinten der Schwarze, der ist es. Da hat der Mechaniker wahrscheinlich Schadensverstellungen gemacht und hat gesagt, er kann hier vor Ort nicht reparieren. Und deswegen sind wir jetzt hier in der Matsche. Nicht nur wegen des Untergrunds kommt wenig Freude auf. Ja, der steht halt vor so einem Erdhaufen, sodass wir halt nicht davor fahren können, den vorne hochheben. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht es schaffen, sag ich mal, ob er noch fährt, 2 Meter, oder ob er die Welle wirklich rausgebaut hat. Dann müssen wir ihn ein bisschen nach hinten ziehen. Aber kriegen wir schon hin. Neben dem Fahrer ist ein Mechaniker des LKW-Herstellers vor Ort. Hallo, willkommen im Bälleparadies hier, oder was? Mann, oh Mann, ist ja widerlichst. Alles klar? Ja. Fährt noch? Fährt gar nichts mehr? Oder? Ich habe die Lenkwelle schon ausgeholt. Oha, okay, dann müssen wir ein bisschen zurückziehen, damit ich da vorne dran komme oder so. Alles klar. Wissen wir, wie ich stehe? Ja, okay. Wie ist denn das? Wie kommen wir denn hier wieder raus? Da kannst du drehen hinten. Ah, okay, alles klar. Hinten kannst du drehen. Okay. Ohne mich festzufahren. Nein. So, der Plan ist jetzt der, ich werde einmal drehen, dann muss ich ein Stück nach hinten ziehen, weil wir relativ nah an dem Erdhaufen stehen, da können wir nicht laden. Und dann geht's los. Gelenkwelle hat der Mechaniker schon ausgebaut. Und ja, da haben wir Glück diesmal. Müssen wir uns nicht in den Matsch legen. Alle Versuche des Mechanikers, den LKW vor Ort zu reparieren, schlugen fehl. Damit Benjamin Richter das Pannenfahrzeug abschleppen kann, platziert er seinen Abschleppwagen zunächst dahinter. In der Baustelle war ich sehr froh, dass der Monteur von der Scania schon die Gelenkwelle ausgebaut hat, weil es wirklich extrem dreckig und matschig war. Natürlich mag ich die Jobs, wo man sich schmutzig macht, aber es gibt so zweierlei Arten, sich schmutzig zu machen. Schmutzig machen, weil das ein geiler Job ist, weil es ein geiler Auftrag ist, oder sich schmutzig machen, weil man einfach im Dreck liegt und der Auftrag halt nicht so schön ist. Zu welcher Sorte dieser Einsatz gehört, ist noch offen. Mit einem Abschleppseil zieht Benjamin Richter den Pannen-LKW wenige Meter nach hinten. Nur so kann er den Abschlepphaken später vorne am Führerhaus anbringen. Lenken geht ein bisschen oder gar nichts? Versuchen wir ein bisschen nach andersherum ein. Ja. Was kaputt? Die Lenkungspumpe oder was? Lass doch laufen, brauchst nicht weiterlenken. Alles gut. Benjamin Richter hat jetzt genügend Platz, um seinen Wagen vor den LKW zu fahren. Bislang stört der Matsch eher wenig. Ja, für die Klammern zum Setzen müssen wir schon unten drunter. Aber wir müssen uns halt nicht hinlegen und die Gelenkwelle ausbauen, sag ich mal. Glück gehabt. Das Arbeitsoutfit bleibt so gut wie sauber. Über eine Abschleppachse verbindet Benjamin Richter den Pannen-LKW mit dem Abschleppwagen. Nach 5 Minuten ist alles vorbereitet. Eine Sache macht ihn aber stutzig. Er fragt zur Sicherheit beim Mechaniker nach. Hat sich gesagt, du hast Gelenkwelle schon ausgebaut? Aber wir müssen ja die von der hinteren trennen. Ja, wollen wir doch hinten ziehen, oder? Du musst ja die Verbindung, sag ich mal, auch vom. Das ist nur für die Achsen. Ja, aber das Differential dreht ja mit. Sicher? Das kann doch meine Firma mit. Ich bin mir relativ sicher, dass. Okay. Frag mal bitte. Also. Der Mechaniker hat die Gelenkwelle zwischen Zugmaschine und Anhänger ausgebaut. Benjamin Richter stört sich jedoch am Differentialgetriebe, das die Räder einzeln antreibt. Wenige Minuten später gibt der Mechaniker Entwarnung. Im Endeffekt, wenn du den Knopf hier drückst, ja,
Ich glaube, das ist dann neutral. Okay. Dann ist Verteilergetriebe, dann macht er unser Getriebe, bedient er nicht mehr. Ah, okay. Der Mechaniker stellt das Differentialgetriebe in den Leerlauf. So geht beim Abschleppen nichts am LKW kaputt. Weitere Ausbauten braucht es nicht. Auch nicht, um das Pannenfahrzeug leichter zu machen. Also du kannst vorne, wenn er ganz drin ist, kannst du, glaube ich, noch 8 Tonnen heben. Ja? Du musst halt gucken vom Gesamtgewicht. Ja, das ist das Problem. In diesem Fall ist der LKW leer. Noch bevor Benjamin Richter überhaupt losgefahren ist, denkt er schon ans Ende des Auftrags. Nach dem Einsatz ist das ganze Team gefragt. Ja? Und dann können wir erstmal große Wäsche antreten. Ja. Ich sag mal, so Einsätze, sag ich mal, sind nicht so beliebt, sag ich mal. Ne? Klar möchte man immer ein bisschen Spiel, Spaß und Spannung, aber ich sag mal danach, ne, wir sehen aus wie Schwein, der LKW sieht aus wie Schwein. Das ist halt der unangenehme Nebeneffekt bei der Geschichte. Was schleppt Benjamin Richter eigentlich lieber ab? Großer LKW oder Kleinwagen? Also ein Smart kann einem schon ganz schön das Leben vermiesen, ne? Weil der einen ziemlich schlechten Schwerpunkt hat. Der kann einem Kranfahrer, wenn der Tank vielleicht noch halb voll ist oder so, schon das Leben zur Hölle machen. Da ist so ein 40-Tonner, wo die Gelenkwelle schön rausgeht, der vielleicht trocken sicher steht, macht da schon mehr Spaß und ist unkomplizierter als so ein kleiner Smarty. Egal ob Fliegen oder Schwergewicht, Benjamin Richter kriegt sie alle von der Straße. Mit dem LKW im Schlepptau geht's jetzt in die Werkstatt.